Liebe Genossinnen und Genossen, als linke Senatorin ist es für mich einerseits selbstverständlich, andererseits auch ein bisschen aufregend, für die Linke auf Platz 3 zu den Wahlen 2011 anzutreten. Ich werde mich dafür einsetzen, dass die Linke im künftigen Parlament gestärkt vertreten ist und mit einem guten Ergebnis erneut die Möglichkeit für eine Regierungsbeteiligung eröffnet wird. Gelegentlich wird ja heute behauptet, Rot-Rot in Berlin bedeutet 10 Jahre Stillstand für Berlin. Ich kann da nur verwundert an die Ausgangslage 2001 erinnern. Unter der Großen Koalition galt Berlin als Hauptstadt von Filz und Korruption. Der Bankenskandal hat diese Regierung hinweggefegt und Berlin fast ruiniert. Rot-Rot war ein überfälliger und mit großen Erwartungen verbundener politischer Neubeginn. Da ist nicht nur Schutt weggeräumt worden, da ist ein starkes Fundament für die Zukunft Berlins gelegt worden. Die Linke hat in dieser Koalition seit 2002 viel geleistet und viel erreicht. Ohne uns wäre die Stadt weniger sozial, weniger lebenswert und wirtschaftlich weniger stark. Mein persönlicher politischer Antrieb war und ist meine Heimatstadt Berlin. Ich möchte, dass Berlin für alle Menschen ein guter Ort zum Leben ist. Egal, ob jung oder alt, hier geboren oder zugezogen, mit inländischen oder ausländischen Wurzeln, studiert oder angelernt. Vor allem Menschen mit geringerem Einkommen, mit schlechterem Zugang zu Bildung, mit weniger Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe, brauchen eine starke politische Interessenvertretung, brauchen uns Linke. Gute Arbeit, sicheres Einkommen, gute Bildung, das ist alles ist zentral für ein gutes Leben. Aber genauso wichtig ist bezahlbares Wohnen, gute Gesundheitsversorgung, gute Umweltbedingungen, sichere Produkte und Dienstleistungen. Mit diesen Politikfeldern Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz, die ich vertrete seit 2006, diese Politikfelder sind elementar für den Alltag und für die Lebensqualität der Menschen. Und deshalb spielen sie auch in unserem Konzept für ein soziales Berlin eine wichtige Rolle. Als Umweltsenatorin kann ich nicht nur für bessere Luft, weniger Lärm, mehr Ressourcenschutz und Grün, also schlicht bessere Lebensbedingungen und mehr Umweltgerechtigkeit in Berlin sorgen. Ich kann auch das ökologische Profil unserer Partei stärken. Und ich kann glaubhaft vermitteln, dass Umweltziele kein bloßes Anhängsel unserer neuen sozialen Idee sind, sondern unverzichtbar für den sozial-ökologischen Umbau dieser Stadt. Gerade angesichts der Ereignisse in Fukushima und der bundesweiten Diskussion über die Energiewende muss auch die Linke mit überzeugenden eigenen Vorschlägen für eine zukunftsfähige und sozial gerechte Energieversorgung in die Debatte eingreifen. Und das tun wir. Wir können hier in Berlin gut an unsere Erfahrungen und Erfolge anknüpfen. Es ist uns nicht nur gelungen, den Neubau eines Kohlekraftwerks in Lichtenberg zu verhindern, wir haben uns erfolgreich auf den Weg zu einem neuen Energiekonzept für Berlin gemacht. Erst die Klimaschutzvereinbarung mit Vattenfall 2009 und letzte Woche der Senatsbeschluss über das Energiekonzept 2020. Das sind wichtige Meilensteine. Wir haben viele Partner für eine bessere Umwelt gewonnen. Unternehmen und Bildungseinrichtungen, Initiativen und Verbände. Beim Klimaschutz ist Berlin auch deshalb international führend und anerkannt. Aber Umwelt und Gesundheit gehören gerade in der Stadtpolitik eng zusammen. Wir haben mit der Umsetzung der Umweltzone nachweislich bessere Luft und mit den praktischen Lärmschutzprojekten weniger Lärmbetroffene. Und das vor allem in Innenstadtbezirken und an Hauptverkehrsstraßen. Das heißt dort, wo mehrheitlich sozial benachteiligte Menschen leben. Damit verringern wir für sie die gesundheitlichen Risiken und verbessern ihre Lebensqualität. Und das ist praktische Umweltgerechtigkeit, das ist sozialökologische Politik, für die Linke steht. Und wenn es darum geht, was machen wir in der Gesundheitspolitik, dann will ich darauf verweisen, dass Krankenhausversorgung und Prävention, das sind im Wesentlichen die zentralen Elemente der Gesundheitspolitik in einem Land. Wir haben es geschafft, dem Kinderschutz endlich eine gesetzliche Grundlage zu geben. Damit werden Früherkennungsuntersuchungen für alle Kinder unterstützt und die Kooperation von Ärzten, Kitas und Ämtern gefördert. Der neue Krankenhausplan schafft Voraussetzungen für eine bessere Versorgung, vor allem von alten Menschen und psychisch Kranken. Mit Sonderprogrammen konnten wir wichtige Krankenhausinvestitionen zusätzlich finanzieren. Ja, die Haushaltsansätze für die Krankenhausinvestitionen sind seit Jahren rückläufig, aber es ist uns gelungen, in den letzten 3 Jahren hier gegenzusteuern, und das ist auch ein ganz wesentlicher Erfolg.
Vivantes als größtes kommunales Krankenhaus steht 10 Jahre nach seiner Gründung auf sicheren Füßen. Und ich sage euch, darauf bin ich persönlich sehr stolz. Auch zwischen Gesundheit und Verbraucherschutz bestehen enge Zusammenhänge. Als Beispiele will ich hier nur die Stärkung von Patientenrechten und die Lebensmittelsicherheit nennen. Die Berliner Wählerinnen und Wähler werden genau schauen, für welche Ziele welche Parteien stehen. Und sie werden unsere Aussagen für die Zukunft auch an dem messen, was wir seither getan haben. Wir können Ihnen versichern, dass wir auch in Zukunft für gute Bildung, gute Lebensbedingungen, Gerechtigkeit und gleiche Teilhabe, Toleranz und Weltoffenheit stehen. Die Linke ist die Garantin für bessere Lebensbedingungen und für ein soziales Berlin. Dafür trete ich ein, dafür möchte ich mit euch kämpfen, dafür bitte ich um eure Stimme. Vielen Dank.